Für den Landwirt ist es heute interessant, wenn er das Fahrzeug ganzjährig einsetzen kann. Wir haben Landwirte, die in sehr vielen Sparten im Einsatz sind. Er muss mähen, er muss im Wald seine Holzarbeit verrichten, er muss transportieren. Ja. Und es gibt auch viele Einsatzmöglichkeiten, die über den Winter von den Landwirten in Anspruch genommen werden. Das steht heute schon im Vordergrund beim Kauf eines Traktors. In Österreich gibt es sehr viele Nebenerwerbslandwirte und auch in unserem Betrieb sind Nebenerwerbslandwirte im Einsatz. Die Erfahrung, die diese Leute natürlich in die Firma bei der Entwicklung oder bei der Produktion einbringen, sind für uns etwas vom Wertvollsten. Ja, eine Innovation, die mir hier einfällt, ist die neue verstärkte Fronthydraulik für die Geotrack-Modelle. Früher war es so, dass die Umrüstung von Sommerdienst auf Winterdienst sehr kompliziert war. Und heutzutage mit dieser neuen Ausführung der Fronthydraulik kann man direkt in die Fronthydraulik die Anbauplatte für einen Schneepflug einsetzen und hat damit das Fahrzeug innerhalb von 2-3 Minuten auf den Winterdienst umgerüstet. Dadurch, dass Lindner die Traktoren immer schon für die Grün- und Berglandwirtschaft konstruiert hat, haben wir auch immer schon darauf Rücksicht nehmen müssen, dass in den Alpen, sagen wir mal, die Anforderungen etwas stärker sind ans Fahrzeug als in anderen Regionen. Und genau das kommt auch im Kommunaleinsatz zum Tragen. Der kommunale Anwender braucht etwas andere Ausstattungen, um Anbaugeräte mit dem Fahrzeug verbinden zu können. Es ist aber so, dass auch der normale Landwirt mehr und mehr solche Ausstattungen für sein Fahrzeug dazu bestellt, weil er natürlich dann kommunale Dienstleistungen im Winter für andere übernehmen kann.